Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast zum Thema Nationalsozialismus in Wien. Der Weg von den Sammellagern in den Osten. Mein Name ist Johannes Meyer und ich durfte dieses Projekt im Rahmen des Seminars Zeitgeschichte und öffentlicher Raum des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien umsetzen. Wie die Nationalsozialisten ein bürokratisches System etablierten, mit dessen Hilfe sie über 40.000 als jüdisch definierte Menschen aus den Sammellagern Wiens in den Osten deportierten, und wie die kurzen Aufenthalte der Juden und Jüdinnen in diesen Sammellagern aussahen, soll Thema dieses Podcasts sein. Doch bevor wir anfangen, noch eine kleine Warnung, vor allem für alle minderjährigen ZuhörerInnen. Die Inhalte dieses Podcasts verdeutlichen die Brutalität der nationalsozialistischen Täter und bedienen sich auch deren Vokabular, um die gewaltvolle Sprache der Nationalsozialisten zu verdeutlichen. Viele Begriffe sind deshalb als mit Anführungszeichen gekennzeichnet zu verstehen. Gleichzeitig muss gesagt werden, dass nicht alle Menschen, die von den Nazis als Juden und Jüdinnen verstanden wurden, sich selbst auch als jüdisch verstanden. In allen Fällen war die Kategorisierung als Jude oder Jüdin rassistischer Natur. Vielleicht stehst du gerade, wenn du diesen Podcast hörst, weil du einen QR-Code eingescannt hast, vor einem ehemaligen Wiener Sammellager. Wenn nicht, auch kein Problem. Die Geschichten dieser Orte solltest du auch so hören wollen. Wien 1938. Der Anschluss, und das ist gleich das erste Wort mit Anführungszeichen, an das Deutsche Reich wird in Österreich mit Euphorie quittiert. Auch wenn die sogenannte Opferthese lange anhält, es gilt als belegt, dass viele BürgerInnen kein Problem mit dem Anschluss hatten. Im Gegenteil, das wirkt sich auch umgehend auf die Wiener Juden und Jüdinnen oder eben jene, die als solche deklariert wurden, aus. In wilder Manier werden unmittelbar nach dem Anschluss Juden und Jüdinnen diffamiert, angegriffen und ihre Wohnungen und Läden geplündert. Diese Prozesse der Enteignung von als jüdisch definierten Menschen werden auch wilde Arisierungen genannt. Wie der Name schon sagt, meint Arisierung den Prozess der Verdrängung alles Jüdischen, wobei nur das Arische, also die Rasse, der sich die Nationalsozialisten zugehörig fühlten, bleiben sollte. Doch diese Prozesse der Enteignung der Judenjüdinnen verliefen chaotisch. Die SS, die Gestapo, aber auch Privatpersonen beraubten Juden und Jüdinnen und beriefen sich dabei auf die Nürnberger Rassengesetze, die diese Vorgänge legitimieren sollten. Jedenfalls war das den Bürokraten der Nationalsozialisten nicht recht. Zu wenig System, zu wenig Bereicherung im Sinne des Reichs war bei diesen Beraubungen möglich. Diese Prozesse sollten nun bürokratisiert werden. Neben dem Einrichten einer Zentralstelle für jüdische Auswanderung wurde auch eine Vermögensverkehrsstelle etabliert, wonach Juden und Jüdinnen ihren Besitz anmelden mussten. Nach und nach wurden also Gesetze und Institutionen im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie etabliert, die das Jüdische verdrängen sollte. So kam es, dass Juden und Jüdinnen aus allen Lebensbereichen, also Schulen, Unternehmen, generell dem öffentlichen Leben verdrängt wurden. Das wohl wesentlichste Gesetz war dabei die Einführung des gelben Judensterns 1941, als Marker, dass eine Person jüdisch war und nicht mehr Teil des öffentlichen Lebens. Wien nahm bei diesen Bürokratisierungsprozessen aus nationalsozialistischer Perspektive eine Vorbildrolle ein, weil die jüdische Auswanderung, und das jetzt bitte wieder in Anführungszeichen zu verstehen, so gut funktionierte. Nicht umsonst wurde etwa Adolf Eichmann, der die Zentralstelle leitete, später zum Leiter des nach ihm benannten Eichmann-Referats und zu einem der systematischsten Antreiber der industriellen Menschenvernichtung, der Judenvernichtung. Doch kommen wir langsam zu den Sammellagern, die Thema dieses Podcasts sein sollten. Denn natürlich bereicherten sich die Nationalsozialisten auch der Wohnungen der jüdischen Bevölkerung. Argumentiert wurde dies von Baldur von Schirach, dem Gauleiter Wiens, zuvor bereits mit einer Wohnungsnot in Wien, womit sich der Raub von Judenwohnungen anbot. Dies geschah nun bereits auch nach dem Anschluss. Allerdings fehlte auch hier die gesetzliche Grundlage. 1939 wird schließlich die Kündigung jüdischer Mieter und Mieterinnen durch arische VermieterInnen mit der Verordnung zur Einführung des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden in der Ostmark gesetzlich. Juden und Jüdinnen müssen ihre Wohnungen verlassen. Die arische Bevölkerung übernimmt. Das sind jetzt unglaublich viele Wohnungen, die da BesitzerInnen wechseln. Zwischen März 1938 und Mai 1939 waren dies bereits ohne gesetzliche Grundlage 44.000 Wohnungen. Mit dem Aufheben des Mietschutzes gibt es im September 1939 nur noch um die 14.000 jüdische MieterInnen.
1940 kommt es dann zur endgültigen Verschärfung. Jeglicher Mietschutz fällt. Als jüdisch definierte Menschen haben auch in jüdischen Haushalten keinen Schutz mehr. Doch was passiert nun mit den vielen Juden und Jüdinnen, die ihre Wohnungen, ihre Besitztümer und Lebensgrundlage verloren haben? Wie bereits erwähnt, konnten tausende Juden und Jüdinnen zwar auswandern, mussten dabei aber auch enorme materielle Verluste in Kauf nehmen. Jene Juden und Jüdinnen, die nicht mehr fliehen konnten, werden nun Teil einer Idee, die die Nationalsozialisten auch Judenumsiedlungen nannten. Zusammen mit den immer stärker werdenden Einschränkungen, die in der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz gipfelten, wodurch Juden und Jüdinnen vollends rechtlos wurden, werden die Verfolgten in Halbghettos in Leopoldstadt, dem 2. Wiener Gemeindebezirk und entlang des Donaukanals zusammengescharrt oder mussten in Sammelwohnungen auf engstem Raum zusammenleben. Da 47%, also beinahe die Hälfte, aller als jüdisch definierter Menschen in Leopoldstadt leben, fand eine Konzentrierung der Juden und Jüdinnen im Sinne der Umsiedlungspläne der Nazis vor allem hier im 2. Bezirk statt. Die Konzentrierung der jüdischen Bevölkerung funktionierte über die bereits angesprochenen Wohnungsarrosierungen, Zwangsdelogierungen und der Einweisung in Sammelwohnungen. Letzteres waren Wohnungen, die nach und nach mit weiteren jüdischen Menschen aufgefüllt wurden. Als jüdisch definierte Personen, ganze Familien, mussten mehrmals ihre Unterkünfte wechseln und lebten auf engstem Raum. Oft waren es mehrere Familien in einer Wohnung. Die Sammelwohnungen befanden sich zumeist im 2., 9. und 20. Bezirk. Und natürlich führte das zu einem großen hygienischen Mangel und Versorgungsproblemen, die den Nationalsozialisten nun aber auch als Argument dienen sollten, Juden und Jüdinnen zu deportieren. Als Adolf Hitler 1940 den Deportationen zustimmte, verschlechterte sich die Lage für die jüdische Gesellschaft noch mehr. Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung organisierte nun mit Beginn 1941 Deportationen von Juden und Jüdinnen in den Osten, in das sogenannte Generalgouvernement, dem deutschen Reichsgebiet in Polen. Dies änderte auch die Lage der Juden und Jüdinnen in Wien drastisch. Um die jüdisch definierten Menschen für die Deportationen zusammenzupferchen, wurden sie in die Sammellager des 2. Bezirks gebracht. Überfall auf die Sowjetunion 1941 und den Massenerschießungen im Osten änderte sich das Ziel der Nationalsozialisten nun endgültig. Nicht mehr die Vertreibung, die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung war das Endziel. Für die Konzentrierung der jüdischen Bevölkerung im Zuge der Deportationen wurden im 2. Wiener Gemeindebezirk 4 Sammellager errichtet. Alle 4 dieser Lager waren zuvor Schulen und eigneten sich daher aus nationalsozialistischer Sichtweise auch aufgrund der Räumlichkeiten als Sammelstellen für mehrere Menschen. Alois Brunner, auch Brunner 1 genannt, war Nachfolger Adolf Eichmanns als Leiter der Zentralstelle für jüdische Auswanderung und ließ auch über das jüdische Nachrichtenblatt dazu aufrufen, sich in den Sammellagern einzutreffen. Vor allem wurde das Eintreffen im Sammellager als Alternative zur Deportation erklärt. Dabei wissen wir heute, dass dies natürlich eine Lüge war und der kurze Aufenthalt im Sammellager die letzte Station der allermeisten Wiener Juden und Jüdinnen vor der Deportation in den Osten und auch in den meisten Fällen in den Tod war. Die 4 Sammellager befanden sich in der kleinen Sperlgasse 2a, der Kastellsgasse 35 sowie der Malzgasse 7 und Malzgasse 16. Das Sammellager in der kleinen Sperlgasse 2a, das zuvor als Judenschule fungierte, war mit einem aktiven Zeitraum von Februar bis März 1941 und Oktober 1941 bis Ende Oktober 1942 das am längsten bestehende Sammellager. Die Mehrheit der über 40.000 deportierten Menschen waren von hier aus zum Aspang-Bahnhof gebracht worden, jenem Bahnhof, der in den Osten führte. Das Sammellager in der Kastellsgasse 35 war noch zum Teil Schule, auch jeder SchülerInnen, die aus der kleinen Sperlgasse nun hierher mussten. Der andere Teil diente als Sammellager. Später wurde das Sammellager auch Sitz der Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Das Haus in der Malzgasse 7, ursprünglich Heim und Schule, war von Juni 1942 bis April 1943 Sammellager der Zentralstelle. Gleiches gilt für das Sammellager in der Malzgasse 16. Die Talmud Torah Schule wurde auf Betreiben der israelitischen Kultusgemeinde zum Altersheim. Aus dem späteren Sammellager wurde der Großteil der BewohnerInnen des Altersheims deportiert. Der Weg in die Sammellager konnte über verschiedene Wege vonstatten gehen. Zum einen wurde die jüdische Bevölkerung einberufen, so der nationalsozialistische Begriff.
Die Nationalsozialisten hatten Transportlisten erstellt und schickten an jene betroffenen Juden und Jüdinnen Postkarten mit dem Aufruf, sich im Sammellager einzufinden. Eine Weigerung dieser Einberufungen war nicht möglich. Die Zentralstelle leistete daraufhin Nachforschungen und ließ jene, die sich weigerten, sofort bestrafen. Alice Schleifer, einer der wenigen Überlebenden eines Transportes, schilderte die Einberufung wie folgt. Während eines heimlichen Aufenthalts bei meinen Verwandten in Oberösterreich erreichte mich die sehr verzweifelte Nachricht meiner Mutter, dass wir bereits für 19. Februar 1941 die Einberufung in die Internierungsschule Kastelsgasse im 2. Bezirk hatten. Mir war klar, wie auch meinen Eltern, dass das der absolute Anfang vom Ende sein wird. Ich bin den darauffolgenden Tag mit meiner Cousine zurückgefahren und musste mit ansehen, wie auch der letzte Rest, kleine und große Stücke Mobiliar und so weiter, eben in der Wohnung zurückbleiben musste. Nur mit den allernotwendigsten Gepäckstücken von pro Person 50 Kilogramm waren wir jetzt im Sammellager. Bei diesen Einberufungen mussten also die Betroffenen auch ihr Hab und Gut abgeben, ihre verbliebenen Vermögenswerte angeben und Wohnungsdaten und Wohnungsschlüssel abgeben. Bei Nichterscheinung im Sammellager wurde auch damit gedroht, dass man in diesem Fall alle Möglichkeiten verlieren würde, irgendwelche Umzugsgüter oder Bargeld mitzunehmen. Im Verlauf der Transporte wissen wir aber, dass den Juden und Jüdinnen ohnehin keine Wertgegenstände mehr blieben. Da die jüdische Bevölkerung Wiens eine Kennzeichnungspflicht hatte, also systematisch erfasst wurde und mit der Einführung des Judensterns 1941 auch gebrandmarkt wurde, fiel es dem nationalsozialistischen System nicht schwer, als jüdisch definierte Menschen auszuheben. Dieses Ausheben, das ist nun der zweite Begriff, ist die nächste systematische Methode der Zentralstelle gewesen, um die Menschen in die Sammellager zu zwingen. Nachdem nämlich immer weniger den Einberufungen nachkamen, führte Alois Brunner I, dieses System ein. Mit Hilfe von Mitarbeitern der israelitischen Kultusgemeinde, also selbst Juden und Jüdinnen, die nun gezwungenermaßen andere Juden und Jüdinnen ausforschen mussten, fingen die Nazis Menschen auf offener Straße ein oder führten Razzien durch. Die Ordner oder Rechercheure genannten Juden erhielten Blechmarken und wurden im Sinne einer Polizei dazu eingesetzt, so viele Menschen wie möglich in die Lager zu bringen. Bei diesen Aushebungen wurden ganze Häuser abgesperrt und bewacht, ehe die Ordner in Begleitung von SS-Scharführern in die Häuser drangen und die Leute in den Wohnungen zwangen, ihre Sachen zu packen. Ein Ausheber, Wilhelm Reis, beschreibt den Vorgang so. Da die Juden alle registriert waren, hatte der Scharführer bereits eine Liste in den Händen. Es wurden nicht alle Wohnungen durchkämmt, sondern nur jene, die auf der Liste waren. Zuerst wurden die Ordner zum Häuserblock gestellt und dann zu den einzelnen Wohnungen. Für jede Wohnung waren 2 bis 3 Ordner bestimmt. Sie hatten die Aufgabe, die in den Wohnungen lebenden Juden aufzunehmen und ihnen die Kennkarte abzunehmen. Dann kam der Scharführer und ich musste die Arbeit der Packer überprüfen, während der Scharführer seine Liste mit der meinen verglich. In den Sammellagern wurden diese Listen noch einmal überprüft. Bei Unstimmigkeiten wurden die Ordner samt ihren Familien deportiert. Auf diese Weise landeten tausende Menschen in den Sammellagern. In einem Interview schildert der Überlebende Herbert Schwarz den Vorgang der Aushebung aus der anderen Perspektive. Wir haben genau gewusst, wenn du in einem Judenhaus zusammengepfercht wirst, wie wir waren, in jedem Stock, in jeder Wohnung, statt einer Partei 4 Parteien gewohnt haben, dass der Tag kommen wird, wo sie uns schnappen. Wir haben nichts machen können. Abwarten und Tee trinken. Sind wir dort gesessen und eines Tages, boom, hat man uns ausgehoben und dann plötzlich am Abend in der Nacht sind die SS und die SA reingekommen. Die Juden raus, 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 raus. Da hat jeder den Koffer genommen und ist rausgelaufen und endete am Lastwagen. Und so waren wir im Lastwagen. In den Sammellagern herrschte ein grausames Treiben. Die Klassenräume der ehemaligen Schulen waren ausgeräumt, die Menschen schliefen zusammengepfercht auf Matratzen, Strohsäcken oder dem nackten Fußboden. Die Hygieneprobleme führten zu Ungezieferplagen. Zu der starken Verschmutzung kamen verstopfte Toiletten und ungenügende Waschräume, die sich Männer und Frauen teilen mussten. Kontakt zur Außenwelt war verboten. Nur selten gelang es Einzelpersonen, Briefe über die jüdischen Ordner oder MitarbeiterInnen der israelitischen Kultusgemeinde nach draußen zu schleusen. Einer dieser Briefe stammt von dem Ehepaar Gertrud Genter und Oskar Markus, in dem die Lagerzustände beschrieben werden. Dies dürften die letzten Nachrichten sein, die wir Ihnen aus Wien zukommen lassen. Es heißt, morgen soll der Transport gehen. Man spricht von Lublin, Warschau und Riga. Es kann sich niemand einen Begriff machen, was für Barbaren die Deutschen sind.
In den Turnsälen wohnen je 170 Personen. Wir hatten hier in der letzten Zeit 60 Masernfälle, einen Scharlachfall. Heute hat sich eine gute Christin aus dem Fenster gestürzt. Sie konnte das Milieu nicht ertragen. Man spricht davon, sie habe sich den Fuß gebrochen. Andere behaupten, alle Glieder. Nicht selten kam es in den Lagern aufgrund der Zustände, aber auch aus Angst vor Deportation zu Selbstmordversuchen. Im Winter war die Situation noch unerträglicher. Es gab kaum Decken, die Räume wurden nicht geheizt. Der Alltag im Lager hatte trotz der Umstände eine gewisse Routine. Es gab feste Schlaf- und Wachzeiten sowie geregelte Mahlzeiten, auch wenn die Lebensmittelrationen und Medikationen stark begrenzt waren. Zu essen gab es meist nur Suppe und einen Würfel Butter, wie der Überlebende Ernst Neumann berichtete. In wenigen Fällen hatten die im Lager festgehaltenen Menschen Handlungsspielraum, um über MitarbeiterInnen der israelitischen Kultusgemeinde Vorräte wie Essen und Geld zu erhalten oder Briefe zu schmuggeln. Die wichtigste Überlebensstrategie im Lager war Arbeit. Die LagerinsassInnen mussten ohnehin das Lager und die Deportationszüge putzen, sowie bei Aushebungen und Kommissionierungen mitarbeiten. Das konnte ihren Aufenthalt verlängern, denn der dauerte zumeist nur wenige Tage. Nur unklare Fälle wie Menschen, die auch arische Verwandtschaft hatten und daher nicht zweifellos deportiert werden konnten und Juden und Jüdinnen, die zweckvoll für die Kommissare waren, blieben länger. Die Kommissionierungen waren der gefürchtetste Teil des Aufenthalts in einem Sammellager. Bei den Kommissionierungen wurde entschieden, ob Personen deportiert, entlassen oder rückgestellt wurden. Dabei kam es zu Demütigungen, Misshandlungen und Beraubungen. Leiter der Kommissionierungen war Anton Brunner, Brunner II genannt. Wir erinnern uns, mit Alois Brunner gab es ja auch schon einen Brunner I. Und dieser Anton Brunner war ein brutaler Antisemit, der bei diesen Kommissionierungen vor nichts zurückschreckte. Es war jedenfalls das Ziel dieser Kommissionierungen, rund 1000 Menschen zusammenzustellen, die per Transport in das Generalgouvernement geschickt werden sollten. Ganz wenige, die arische Verwandtschaft hatten, wurden zurückgestellt. Deswegen mussten immer mehr als 1000 Personen in einem Sammellager sein, um genügend Menschen für einen Transport zu haben. Auch durch Straßenrazzien wurden Menschen ausgehoben, um genügend Leute für den Transport zu haben. Bei den Kommissionierungen waren mehrere SS-Leute und Gestapo-Beamte beteiligt. Es gab auch einen jüdischen Arzt, jüdische Ordner und weibliche Schreibkräfte. Bei der Kommissionierung mussten die Juden und Jüdinnen an Tische treten. Am ersten Tisch mussten die Personen Dokumente herzeigen, wobei Heimatscheine und Reisepässe oft einfach zerrissen wurden, wenn es sich um sogenannte Volljuden handelte. Volljuden erhielten den Stempel evakuiert, wie Rosa Kostenwein in einem Interview sagt. Da wirst dann aufgerufen und da musst dann hin. Und er, der Brunner, schreit wie wahnsinnig und schimpft: Judenbagage-Elendige, muss ich meine Zeit mit euch verbringen? Und lebt's eh nicht lang? Und dann hat er zwei Stempel in der Hand, einer rechts und einer links. Der eine hat E mit einer Umrandung und der andere war ein E ohne Umrandung. Und einer hat gesagt Evakuierung und der andere Entlassung. Und jetzt schreit er und wird wahnsinnig und fuchtelt da herum, habe ich mir gedacht, hoffentlich erwischt er den richtigen Stempel. Brunners Vorgangsweise wird in den wenigen Berichten Überlebender als unglaublich brutal beschrieben. Was natürlich auch für die meisten anderen MitarbeiterInnen der Zentralstelle für jüdische Auswanderung gilt. Es wird berichtet, dass Brunner nicht nur gewalttätig war, sondern auch teilweise wahllos die Transporte auffüllte, auch wenn Menschen arisch versippt waren. Einen besonderen Einblick in die Kommissionierungen und die brutale Vorgehensweise bietet der eindringliche Bericht Evakuiert des Auschwitz-Überlebenden Otto Calvo. Der Nächste. Da steht ein Mädchen zuversichtlich. Sie ist schon dreimal von Brunner wegen ihrer Mischlingsangelegenheiten zurückgestellt worden. Hat schon dreimal aufgeatmet, ist dem Leben wieder zurückgegeben, ist glücksstrahlend aus dem Kommissionszimmer hinausgerannt. Zurückgestellt war das Einzige, was sie mit erstickter Stimme sagen konnte. Draußen in der Freiheit sah ihre Mutter auf sich warten und sie in die Arme schließen. Wie weit sind wir? Stößt Brunner hervor. Der jüdische Ordner erstarrt in Dienstbereitschaft. 1009, Herr Kommissar. Das sieht der an dem Mädchen vorbei und peitscht ihm mit seiner Stimme ins Gesicht. Ihre Mischlingsangelegenheiten sind erledigt. Sie schaut und weiß nicht, was sie denken soll. Doch da hört sie die Stimme Brunners. Der Transport ist perfekt. 1010. Der Stempel saust, das Mädchen taumelt zu den unermüdeten Stenotypistinnen.
nationaler formeller Verzicht auf alle Güter. Alles wird wie im Traum erledigt. Schon wankt sie aus der Tür hinaus auf den Gang. Evakuiert, denkt sie, und ich gehe in den Tod. Der Blick ist irre und die Gedanken weit weg. Sie sieht sie nicht mehr, die Mutter. Alles aus. Osten, Nacht, Tod. Alles dreht sich in ihr. Die Augen sind aufgerissen. Der Mund formt nur noch unverständliche Laute. Sie springt aufs Fensterbrett. Nacht zieht sie unter den Abgrund. Ich will ausgelöscht sein, nicht mehr leben, und stürzt schon in die Tiefe hinunter. Kurzer, harter Aufprall. Gepeinigter Schrei, dann Winseln. Schwächer, schwächer. Ein kurzer Atemzug noch. Dann ist es aus. Die Ordner finden den zertrümmerten Körper. Das hinausgespritzte Hirn klebt an dem Hoftor. Der Tod senkte sich über sie. Die schreckenstarren Augen werden zugemacht. Im Kommissionszimmer schickt Brunner die fehlende 1010. Nummer nach Osten. Wir sehen an diesem Beispiel, dass es nur ganz wenige aus den Sammellagern geschafft haben und dass ab einem gewissen Zeitpunkt der Kommissionierung viele schon ahnten, was mit ihnen passieren würde. Am zweiten Tisch mussten die Evakuierten nun ihr verbleibendes Vermögen an die Gestapo übertragen. Das Vermögen der Wiener Juden und Jüdinnen ging an das Deutsche Reich. Am dritten Tisch mussten sie alle Wertgegenstände und ihr verbliebenes Bargeld abgeben, ehe es in einen weiteren Aufenthaltsraum ging. Wurden dann noch Wertgegenstände bei Personen gefunden, gab es einen sogenannten Straftransport, wobei das gesamte Gepäck, also Zahnbürsten, Kleidung, überlebenswichtige Dinge, den Evakuierten abgenommen und wahllos neu ausgeteilt wurde, was dazu führte, dass auch das letzte Stück Würde noch ausgetauscht wurde. In den Aufenthaltsräumen wurden die Kommissionsnummern der Menschen, die auf den Transport kamen, gelöscht und ihre Dokumente vernichtet. Die Identität der Opfer ging damit verloren. Einige der Opfer stürzten sich mit dem Wissen, dass sie bald deportiert wurden, aus den Fenstern der Lager und begingen Selbstmord. Am Tag der Deportation wurden die Juden und Jüdinnen zum Aspang-Bahnhof gebracht, jener zentralen Stelle, von wo es in die Konzentrationslager in den Osten ging. Vor den Augen der Wiener Bevölkerung wurden über 40.000 Menschen in 45 Transporten mit je 1.000 Personen an Bord in den allermeisten Fällen in den Tod geschickt. Insgesamt wurden mehr als 66.000 österreichische Juden und Jüdinnen Opfer des NS-Regimes. Als einer der wenigen Täter der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Österreich wurde Anton Brunner verurteilt. Viele andere Täter kamen unglimpflich davon. Brunner II wird jedoch im Mai 1946 hingerichtet. Bei seinen Prozessen gab er stolz an, mehr als 48.000 Menschen kommissioniert zu haben. Die große Mehrheit aller in den Sammellagern festgehaltenen Menschen wurden Opfer des Holocausts. Die Gebäude der vier Sammellager in Leopoldstadt sind heute mit Gedenktafeln und Interventionen der Erinnerung ausgestattet. Die kleine Sperlgasse 2a ist heute wieder eine Schule, eine öffentliche Volksschule. Das Haus Kasteletzgasse 35 wurde verkauft und beherbergt heute Wohnungen. Die Malzgasse 7 heißt heute Theodor-Herzl-Hof und ist ein Gemeindebau. In der Malzgasse 16 befindet sich, wie bereits vor der Etablierung eines Sammellagers, eine Talmud-Tora-Schule. Wir sind nun am Ende unserer kurzen historischen Reise angekommen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die zugehört haben. Es ist Zweck dieses Projekts, die Geschichte Wiens im Nationalsozialismus einzufangen und das Passierte nie unvergessen werden zu lassen. Besucht für weitere tolle Projekte die Webseite des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien. Für eine tiefere Auseinandersetzung mit dem hier angeschnittenen Thema liest die Werke Letzte Orte, die Wiener Sammellager und die Deportationen 1941-1942, herausgegeben von Dieter J. Hecht, Michaela Ragam-Blesch und Heidemarie Uhl. Oder Topographie der Shoah, Gedächtnisorte des zerstörten Wiens, herausgegeben von Dieter J. Hecht, Michaela Ragam-Blesch und Eleonore Lapin-Eppel. Weitere Literaturempfehlungen finden Sie im Infotext. Ich danke allen Beteiligten, all jenen, die die Primärzitate eingesprochen haben, bei Dominik Wendel und Lauren Strasser, die bei der technischen und musikalischen Umsetzung mitgeholfen haben, und natürlich allen voran Dr. Linda Erker für die Betreuung während des Projekts.